Herzlich willkommen wieder zurück zu Xenoblade Chronicles 2. Tja, das letzte Mal hatten wir so kleine Schwierigkeiten, den Aufenthaltsort zu finden von diesem Itzi, aber wir sollten jetzt kurz davor sein. Hier befindet sich ein besonderer Gegner normalerweise, den habe ich jetzt allerdings schon mal gelegt. Das ist der 91er-Boss hier, auch so ein Gorilla oder Gorillus, wie sie heißen, wie auch immer. Ich denke mal, wir sollten hier auf dem richtigen Weg sein. Hoffe ich zumindest. Hier ist auch noch eine Schatzkiste, die können wir natürlich auch noch mitnehmen, wenn wir schon dabei sind. Ja, ein paar Kernkristalle mehr nicht, aber gut genug für meinen Geschmack. So, ja, das sieht doch sehr gut aus. Und nebenbei können wir uns auch noch den Sammelpunkt hier genehmigen, wenn wir schon dabei sind. Komm out. Also gut. Im Übrigen werde ich, glaube ich, nochmal warten, bis ich dann die restlichen Klingen beschwöre bzw. resoniere. Denn es kommt ja dann doch bald endlich mal das Update, ne? Dauert ja jetzt nicht mehr so lange, trotz der Verschiebungen. Und da ja die Sequenz am Anfang übersprungen werden kann, ist das einfach zeitsparender für mich. Deswegen mache ich den Rest dann. Und wir haben ja sowieso noch genug zu tun. Müssen wir da rein? Ich schätze mal schon. Das sieht so aus, ja. Auf jeden Fall. Da tut sich auch schon was. Was haben wir denn hier? Sounded like a child. Over there, Rex. Isn't that the kid Electra's been looking for? Help me! Don't you dare touch the kid! Pick on someone your own size, you rotter! Let's go! Ach ja, das wird schon nicht so schwierig werden, denke ich mal. Das kleine Spinnenvieh hier, naja. Gut, wir hatten einen Superboss auf 120 mit seiner miesen Agilität, aber gut, das ist natürlich was ganz anderes. So, du kannst mal damit loslegen, Tora. Warum nicht? Ich würde sagen, Zeit dafür. Und dann sollte es eigentlich recht schnell vonstatten gehen. Sehr schön. Oh ja, das nenne ich Schaden. Autsch. Das schien ja ganz schön weh zu tun, was? Mach gleich mit Vulkansturm weiter, warum nicht? Schöne Möglichkeiten haben wir hier. Das nutzen wir natürlich aus. Kein Thema. Sehr schöne Kombination gleich wieder. Wunderbar. Das lobe ich mir doch. Und weiter geht's. Und gleich das nächste raushauen. So. Das sollte dann auch reichen. Eben. War doch schön simpel. Kein Problem. Damit wäre jetzt Itzi gerettet. It's all right. She won't shock you. Are you sure? Yes, very sure. Now, why don't you say thank you to the nice lady? Okay. Wow, Miss! It's true! You're not shocking me! That's great! I'm not dead of the electric! Oh! Thank goodness I didn't electrocute you! Thanks very much, Miss! Don't mention it. I should thank you. It's only thanks to you that I finally learned to love my powers. I feel like I'm all grown up now. Well, a little bit at least. Auch sehr, sehr schön auch wieder. Eine echt nette Sequenz. Da haben sie sich bei der Elektra-Mission zumindest sehr viel Mühe gegeben, das muss man ja sagen. Das haben wir ja echt alles. Achso, wir sind jetzt hier wieder. Gab es unten noch irgendwas? Ich muss mal kurz nachgucken. Weil ich da allgemein ja noch gar nicht war, glaube ich. Deswegen
Vielleicht ist es ja ein Geheimpunkt oder was weiß ich. Ich glaube, es ist mal wieder eine Abkürzung zur unteren Ebene. Kann das sein? Ja. Ach, hier kann man quasi dann runterspringen. Ja, ja, das kenne ich natürlich. Wobei, nein, wartet mal. Nee, das ist, ach so, hier ist das. Ah, ja, okay, ist nicht die untere Ebene. Genau, wo diese ganzen Level 70er-Kreaturen rumschwirren. Na gut, wie auch immer. Übrigens, mittlerweile wurde genau gedatamined, wie das mit Klingen funktioniert. Also die exakten Raten und so, welche Klingen wann erscheinen und was weiß ich. Das ist ziemlich interessant. Dem werde ich, glaube ich, sogar extra mal was widmen, wenn ich dazu komme. Denn, ja, da ist doch einiges anders, als man vielleicht vermuten würde tatsächlich. Das war ganz spannend zu erfahren, wie das Drop-System so genau funktioniert, auch mit Klingen. Aber muss sagen, Kosmos ist tatsächlich die seltenste. Um es mal grob zu umfassen, es wird beim Erstellen des Safe Games eine Tabelle erstellt. Und die hat 5 Spalten. Und je nachdem gibt es auch ganz bestimmte Pity Breaker Blades, die man quasi immer bekommt nach einer bestimmten Anzahl. Das sind 3 festgelegte Klingen. Allerdings gibt es 5 Variationen von denen. Und das ist ganz interessant. Und je nachdem, in welcher Tabellenspalte man sich befindet mit dem Safe Game, desto stärker variieren die Blade-Chancen. Es gibt allerdings auch welche, die sind halt immer gleich. Und Kosmos betrifft das zum Beispiel. Von daher ist das relativ interessant. Und die seltenen Kernkristalle und so, das sind alles dann Multiplikatoren nur für den Wert, die draufgerechnet werden quasi, für die Chance, dass ein Blade erscheint. Das fand ich ganz interessant. Und an und für sich ist es schon sinnvoll, wenn man quasi darauf achtet, auf welchen Charakter jetzt genau resoniert wird, also in Bezug auf die einzelnen Tugenden. Denn es wird immer nur der Wert rausgenommen normalerweise, der am höchsten ist auch schon. Das heißt, alle anderen werden ignoriert und das ist ein Multiplikator dafür, wie hoch die Chance für Blades aus dieser Kategorie ist. Das ist ganz interessant. Und es gilt wirklich nur der höchste. Das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel Aufrichtigkeit hat und Gerechtigkeit ist höher, man will aber bei Aufrichtigkeit resonieren, dann wird das gar nicht berücksichtigt mehr, das Aufrichtigkeitstalent. Außer man benutzt Verstärker. Bei Verstärkern wird dieses natürliche System durchbrochen und es ist immer so, dass man quasi dann aus dieser Kategorie eine höhere Chance hat. Also dann wird das überschrieben quasi, wird dieser Wert genommen einfach. Das heißt, es ist noch nicht mal unbedingt wichtig, dass man dann immer 5 Verstärker nimmt oder so. Man sollte sich wirklich eher seine 15 quasi der Reihe nach, also aufsparen, immer schön einzeln nutzen, damit man aus der Kategorie eben was nutzen kann. Außer man hat jetzt zum Beispiel, wie in den meisten Fällen, man geht auf Kosmos, dann braucht man am besten höchste Gerechtigkeit. Wenn man das schon hat, dann wird quasi ja Gerechtigkeit schon genutzt, dann ist das auch gar nicht mehr so wichtig. Wenn es aber sich alles gleich verteilt zum Beispiel, wenn jemand relativ ähnliche Verteilung hat und man will eine bestimmte Kategorie bevorzugen, dann sollte man auf jeden Fall schauen, dass man einen Verstärker aus der Kategorie nutzt. Ganz interessant. Und Kosmos hat tatsächlich nur 0,1%ige Chance, dass man sie bekommt. Regulär, also mal ohne all die Multiplikatoren und so. Ich hab's mal durchgerechnet, ungefähr die beste Chance, glaube ich, auf Kosmos ist circa 0,8%. Das ist das Beste. Also pro Samen, beziehungsweise Resonanz. Ja, so ist das. Also wer immer Kosmos früh bekommt, ist echt ziemlich lucky, wirklich. Das muss man sagen, das ist der Wahnsinn. Mir fehlt ja jetzt auch nicht mehr so viel. Tatsächlich sind auch noch welche dabei, die wahrscheinlich eine recht gute Chance haben. Ich hab's mal abgeglichen, meine Tabelle. Also wie es bei mir wahrscheinlich ist mit den Pity Breakern. Und Asami fehlt mir ja noch und müsste eigentlich ziemlich früh kommen. Also wenn die Chancen ganz normal, also sag ich mal, wenn ich normales Glück habe, sagen wir es mal so, dann müsste theoretisch Asami auch meine nächste Klinge sein, vermutlich. Weiß ich jetzt nicht genau. Muss man mal gucken. Aber ich werde mir dann, wie auch schon zu Beginn gesagt, etwas Zeit lassen. Ach, jetzt können wir die Strecke eigentlich auch einfach sogar ablaufen, wenn ich schon dabei bin. Ich fand das nur interessant. Jetzt habe ich das hier noch erklärt, aber ich glaube, ich werde dem wirklich nochmal kurz dann extra Video widmen, weil ich das ganz interessant fand. Weil ich hoffe ja fast, es gibt nochmal irgendwie ein extra Item mit DLC oder so, dass man eine noch höhere Chance hat auf Blades oder so, weil das System an sich ist halt trotzdem sehr grenzwertig. Ich mag die grundsätzliche Idee, aber die Ausführung ist leider ziemlich schlecht, meiner Meinung nach. Das ist so mehr oder weniger das Problem, was ich dabei sehe bei dem Spiel.
Weil das ist halt schon mal einer der größten Kritikpunkte. Auch wenn es nicht so viele krasse Kritikpunkte bei Xenoblade Chronicles 2 gibt, ist halt wirklich ein sehr, sehr gutes JRPG. Das Blade-System ist dann doch leider einer der großen Kritikpunkte. Macht zwar viel Spaß zu Beginn und so, ist halt sehr zeitintensiv. Und gerade wenn man ein bisschen älter ist, ist es natürlich problematisch. Ausnahmslos problematisch, wirklich. Weil Zeit ist einfach die wichtigste Ressource und gerade solche ja, Sachen wie, ich kann mal kurz zum Beispiel Animationen am Anfang überspringen, sowas macht halt schon viel aus, dass das System zugänglicher ist, was ja glücklicherweise mit dem Update passieren wird. Das macht schon mal, glaube ich, einiges aus und halt allgemein ist es halt sehr grenzwertig, weil diese Pity Breaker zum Beispiel, ich habe ja gemeint in meiner Kritik sogar, dass so eine Mechanik drin sein musste. Man wusste jetzt gar nicht vorher, dass es überhaupt die Mechanik gibt, weil es sind halt nur 3 Playstyles. Pity Breaker pro Tabelle kommen. Das heißt, es ist nicht wirklich viel. Danach existiert er nicht mehr. Und andere Systeme haben das halt anders. Wenn ich jetzt als Beispiel hier Hearthstone zum Beispiel nehme, Kartenspiel, da gibt es halt auch den Legendary Pity Breaker zum Beispiel, dass du halt irgendwann sicher eine Legendary bekommst. Und das ist eigentlich einigermaßen human auch, wie das geregelt ist, meiner Meinung nach. Aber gut, wie auch immer. Von hier aus solltest du klarkommen. Ja, danke. Komm doch mal wieder zum Spielen vorbei. Bis dann. Ja, gern. Tschüss. Sieht aus, als könnte ich meine Kräfte jetzt endlich einsetzen, um Leuten zu helfen. Und ich kann sie sogar nutzen, um neue Freunde dazu zu gewinnen. Dank eurer Hilfe habe ich jetzt viel mehr Selbstvertrauen. Wenn ihr von jetzt an meine Hilfe braucht, bin ich für immer für euch da. Alles klar, das freut mich, Elektra. Hihi. Sagt Bescheid, wenn es Zeit für Britzel, Schock und Kaboom ist. Jawohl. Auch ganz schön, das war wirklich eigentlich eine ganz schöne Questreihe so. Hat mir gut gefallen, wirklich. Haben wir diese Quest schön abgeschlossen. Und damit wieder mal etwas sehr Wichtiges auch geschafft. Und jetzt können wir mal ganz kurz nachgucken, was uns denn noch so Schönes hier drin steht im Missionsbuch. Das hier zum Beispiel, diese Hopp-Paar-Schnitzel, sind bestimmt nicht schwer zu organisieren, oder? Jetzt bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Man muss wahrscheinlich schon die Hopp-Paars dafür jagen, oder sind die in der Nähe von einem Sammelpunkt dann? Umweltforschung haben wir natürlich auch noch hier. Negrafleder bei der Wärmerohrgabe nach so Moadain war das. Dann war das da unten, das, was man hier erledigen konnte. Bitte der Bürgerwehr. Melusina-Honig im Mücknest in Gormod. Okay, und einen Schritt voraus war, glaube ich, das, wo wir das letzte Mal... Oder nein, ein spurlos verschwunden war das. Ach so, weil wir haben doch diese Leichen gefunden. Und da habe ich mich dann so gewundert, weil ich bin da so drüber gestolpert. Und war gerade gar nicht mit dieser Quest beschäftigt. Das hat mich irgendwie ein bisschen aus dem Konzept angeworfen. Aber dann war das natürlich diese Quest und dann können wir die wahrscheinlich auch machen, ja? Da oben ist irgendwas. Das ist doch schon mal ganz gut so. Okay. Ja, aber es stimmt schon. Das Blade-System ist halt schon der umstrittenste Punkt an dem Spiel. Und ich kann es halt auch voll und ganz nachvollziehen. Weil für die 100% kann es halt schon mal frustrierend werden, das ist klar. Wenn es dann ausgerechnet daran scheitert und man so die eine oder andere Horror-Story liest in Bezug auf Blades. Das ist natürlich etwas, da kannst du auch das wirklich das beste Spiel der Welt haben. Und das ist dann immer noch ein No-Go, wenn sowas drin ist irgendwo. Weil ich muss immer noch sagen, die Grundidee gefällt mir. Weil es hat so... Ach, das waren Hopp-Paars, ne? Cool, stimmt ja. Ah, die kann ich nebenbei jagen. Ach so, die sind dann für die Quest, naja gut, von mir aus. Dann jagen wir eben erstmal die Hopp-Paars, wie auch immer. Wo war ich gerade stehen geblieben? Neben der Hopp-Paar-Jagd, meine Güte. Hilfe. Bringt einen immer ganz leicht aus dem Konzept sowas. Achso, wir brauchten eh nur noch 2, ne? Ne, dann war das doch nicht das. Dann hat sich das gerade nur zufällig so getroffen. Oh, das ist ja witzig, okay. Cool. Ja, Tatsache. Weil stimmt, ich habe ja auch die ganz andere Quest hier markiert. Aber jedenfalls, ja, ein Spiel kann da noch so gut sein. Sowas ist halt frustrierend für Optimierer und Komplettierer. Das auf jeden Fall. Das ist es halt. Ich glaube, wenn jetzt Breath of the Wild zum Beispiel, was hochgelobt ist, auch so eine Mechanik hätte, ich wüsste nicht, wie gut das noch ankäme. Es hätte die Wertung bestimmt ein gutes Stück runtergezogen. Und ich mag halt an sich schon eigentlich Systeme wie zum Beispiel naheliegendes das Fire Emblem Heroes. So, RNG muss ja nicht immer schlecht sein. RNG kann auch sehr lustig sein, also zufallsbasierte Events und so. Aber man muss es halt immer irgendwo balancen, finde ich, dass es eine Grenze gibt. So Pity Breaker Mechaniken müssen ja, finde ich, ein bisschen besser dann ausgearbeitet sein. Weil es ist halt keine echte Lootbox, es ist halt eine Art Pseudo-Lootbox.
Das heißt, man sollte darauf achten, dass sie wirklich spaßig integriert ist. Es geht hier nicht um Gewinnmaximierung, sondern es geht darum, dass man halt wirklich ein schönes, spaßiges System schafft, was den Zufall clever nutzt. Und das ist gar nicht leicht, den Zufall clever zu nutzen. Tatsächlich, das ist ziemlich schwierig. Ein Tierforscher, was haben wir hier? Huch, oha. Cool, mal so ein fettes Teil. Massacanidos. Okay. Was man nicht manchmal cooles angreifen darf. Huch. Hey, ich wollte ihn erledigen. Ich bin gut genug gelevelt. Mann, das ist eine echt harte Nuss. Oh, lol, was? Sollte ich ihn nur kurz antatschen oder was? Nu, warum alle Blicke auf Tora? Tora nicht gerade Entscheidungsfreudig, Salanopon. Der Feind ist sehr stark. Wir kämpfen, Mann. Natürlich. Er ist Level 90. Wir sind Level, kurz unter 90. Ich hab's gerade nicht auswendig im Kopf. 86, oder? Also, das passt schon. Ja! Ich wollte schon immer so ein Teil mal bekämpfen. Zeig mal, was du kannst. Los geht's, würde ich sagen. Voller Einsatz. Oh yeah. Sehr schön. Bring mal das Teil rüber. Ich werf ihn mal kurz um und dann kann's von mir aus weitergehen. Oh, gleich mal schleudern. Sehr gut, dass du mit Frostwelle weitermachst. Na dann, Tora. Danach wird es Zeit für einen Schneesturm oder Dauerfrost. Dauerfrost ist auch gut. Okay. Na dann, zeig mal, was du so kannst, lieber Nidos. Tja. Mal gucken. Du machst mal mit Hitzeschub weiter. Warum nicht? Eine Dinos-Flamme. Oh. Und ich kann gleich so weitermachen. Wunderbar. Gleich nochmal umgehauen. So macht das Ganze auch am meisten Spaß. Ich glaube, es wird mal Zeit, dass wir das hier machen. Und sehr schön. Ein Flächenbrand. Oh, er hat uns umgehauen. Na sowas. Ich wollte eigentlich mit Licht weitermachen. Mensch. Ihr könntet ihn ruhig mal wieder irgendwie ins Schwanken bringen. Das würde mir ganz gut gefallen, aber wir kommen schon einigermaßen klar, glaube ich. Los geht's. Zeit für eine Kernexplosion. Ich glaube, das sollte ihm auch ordentlich einheizen. Und danach können wir theoretisch auch einfach wieder ein Abschlusskombo mit der schönen anderen Form machen, mit Pneuma hier. Genau, Lichtstrahl drauf und danach schließen wir mit Elektro quasi ab, würde ich sagen. Nämlich auf die Art und Weise. Ach so, war gar nicht mehr notwendig. Durch das Schleudern war das mehr als genug. Ja, wir haben ihn erledigt. Der Tierforscher ist ein bisschen tot. Aber wir haben ihn gerecht, Leute. Nanu, da konnte man schon mal rein. Deswegen ist diese Schatzkiste auch ausgeraubt. Na gut. Dann können wir hier erstmal nichts mehr machen und müssen wohl zurück nach Torrigod. Alles klar. Also, es müsste da drüben sein, glaube ich, in der Basis, richtig. We're here. How do we go from here? Na gut, dann reden wir mal diesen Ash hier. Da seid ihr ja wieder, habt ihr die anderen gefunden? Ein Massacanidos. Ich hätte nicht gedacht, dass es diese Viecher in Gormod gibt. Dann sind sie also alle. Ja, wie schrecklich. Könnt ihr mir sagen, wo genau ihr die vier gefunden habt? Verstanden. Danke. Die Wolfen werden im Ort, an dem es ihre Rudelgenossen erwischt hat, sicher erst einmal fernbleiben. Und den Massacanidos habt ihr auch besiegt. Das heißt, die Gegend sollte fürs Erste sicher sein. Ich werde hingehen und meinen gefallenen Freunden die letzte Ehre erweisen. Außerdem möchte ich nachsehen, ob ich etwas von ihren Habseligkeiten den Hinterbleibenden überbringen kann. Vielen Dank für eure Hilfe. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt die bessere Lösung war. Wahrscheinlich schon, ne? Nicht, dass er dann auch noch hier erledigt wird von diesen Nidos. Außerdem hat es Spaß gemacht, den Nidos zu erledigen. Ist ganz nett, wenn man mal die Option hat, quasi auch, wenn man schon viel trainiert hat, doch noch einen spannenden Kampf zu bekommen hier. Schön. Naja gut, das war jetzt nicht der spannendste Kampf. Das Ding hat eigentlich nicht wirklich viel gemacht. Es konnte hin und wieder physisch ganz nett Schaden machen, aber es war zu wenig, um auch nur ansatzweise
problematisch zu werden. Na dann wäre auch diese Mission abgehakt. Sehr schön. Es wird allmählich wieder etwas... Ja, entschlackt das ganze Missionsbuch. Argentums Geheimnisse wären noch ganz interessant, aber ich glaube, wir machen mal einen Schritt voraus. Dass wir einfach mal ein bisschen in Gormod bleiben mit unseren Missionen. Den Sohnepon können wir wahrscheinlich auch abgeben dann, oder? Diese Quest. Das wäre, glaube ich, auch möglich. Mal gucken. Wie kommen wir jetzt am besten da hoch? Ich glaube, es geht am ehesten sogar von der oberen Ebene links. Und zwar, wenn ich dann kurz umdrehe, dann sollten wir eigentlich auf der Ebene uns befinden. Ich freue mich auch schon, wenn dann die ganzen Symbole in der Minimap angezeigt werden und so. Ich glaube, das Update ist dann wirklich etwas, was sich viele schon gewünscht haben. Sei es aus Gründen, dass es quasi ein bisschen gemütlicher einfach wird, ein bisschen komfortabler. Oder für die neuen Klingen. Ich glaube, alles wird ganz schön so. So, ich glaube, kann man von hier aus rein dort? Ja, da gibt's eine Klippe auf jeden Fall. Das müssten wir, glaube ich, auch überleben. Knapp. Nein, tun wir nicht. Ah, das ist mal wieder so ein Sturz. Ja, so ein Queststurz. Sowas hatte ich schon mal in More A Day. Und das weiß ich noch. Bin ich reingeschützt, wäre eigentlich gestorben. Aber ich glaube, das haben die falsch programmiert, was das betrifft. Das ist aber clever. Mal gucken, ob es irgendwann einen Speedrunner gibt. Die werden sicherlich ständig sowas machen, wo sie von großen Höhen irgendwo in der Questzone springen. Garantiert. Das ist echt witzig, weil man würde eigentlich sterben, aber die Hitbox triggert wahrscheinlich schon vorher. Und dadurch kommt man dann trotzdem hier rein. Hallo, hier bin ich. Shelly ist hinter dem Wasserfall verschwunden. Bitte folgt ihr. Das kriegen wir hin. Wie müsste man denn sonst eigentlich dahin gehen? Das ist eigentlich auch egal. Ich find's ganz lustig. Tja. Ja, da wären wir. Ha. Großartig. Ach so, jetzt dachte ich schon, man sieht hier so einen Regenbogen. Doch, den sieht man tatsächlich beim Wasserfall, ha. Wartet mal, da kommen wir gerade. Ich glaube, das Bild, was wir mal gesehen haben, ist doch von hier, oder? Wenn man jetzt hier, ich kann leider nicht weiter rauszoomen, aber ich glaube, das ist dieser Teil des Wasserfalls in Gormod gewesen. Jetzt kann ich es nämlich, glaube ich, besser zuordnen. Und das ergibt dann auch mehr Sinn von der reinen Anordnung. Ah ja, man würde quasi hier normalerweise reinkommen, das ist ganz interessant. Müssen wir es einfach kurz ansehen. Ach so! Ach, da, wo wir mit der Elektra-Quest sogar schon waren, ist ja witzig. Hätte ich sogar gleich weitergehen können, um das zu erledigen. Naja, egal. Da wären wir jetzt jedenfalls und können ganz gemütlich hochmarschieren. Und uns ein bisschen drum kümmern. Ja, aber ich denke erstmal so das Missionsbuch leeren und danach wieder mit Blade-Quests weitermachen. Das ist erstmal ein ganz guter Plan. So. Hallo, hört ihr mich? Jetzt ist Charlie über dem Wasserfall. Bitte folgt ihr weiterhin. Thora wird Kind schon schaukeln. Thora schaukelt gern. Ach ja. Einen Schritt voraus. In der Tat. Über dem Wasserfall, aber da geht's nach unten. Naja, da drüben gibt's eine Schatzkiste, also... Stört mich das mal nicht weiter. Was haben wir denn da für einer, Sir? Okay. Warte mal, über dem Wasserfall. Wie kommen wir denn jetzt am besten über den Wasserfall? Moment, das bedeutet ja, das war da, wo ich dann runtergesprungen bin, oder? Ich glaube schon. Ja, ja, das muss da sein, meine Güte. Das heißt, jetzt kann ich nochmal einen Schnellreisepunkt nutzen. Muss nur aufpassen, jetzt ist keine Questzone dort mehr. Das heißt, ich kann nicht nochmal diesen gefährlichen Sprung wagen, aber ich glaube, das war gerade die richtige Entscheidung oder auch nicht, weil es die andere Seite ist. Wir werden es gleich sehen. Komme ich da denn irgendwie rüber von hier aus? Könnte schwierig werden, oder? Ich bin mir gerade etwas unsicher. Wir werden sehen. Ja, es könnte klappen, oder? Ich weiß nicht. Ah, es ist, glaube ich, schwierig. Ah, komm schon. Nein. Oh Mann, das ist so nah. Das sind 15 Meter, ich sehe sie. Wie kommt man denn da normalerweise hoch? Man sieht, dass da irgendwas drumherum führt, ne? Moment. Aha, was haben wir denn da? Jawoll, voll drumherum. Jawoll. Das sind hier die Speedrunner-Abkürzungen, ihr seht schon. Eindeutig. Oh ja, das ist der Speedrunner mit seinen tollen 630, weil die Switch immer läuft. Wunderbar.
garantierte Echtspielzeit, natürlich. So viel Zeit hat jeder, ist ja klar. Oh, was für ein Zufall, hier noch jemand anderen zu begegnen, nicht wahr, Kälper? Kälper, wo bist du? Also, die Sache ist so. Oh, ich war so in Suche nach Heilwegerich vertieft, dass ich Kälper ganz vergessen habe. Wenn er sich solche Sorgen gemacht hat, hätte er doch einfach selbst kommen können. Er tönt doch immer, wie gut er mit Monstern klarkommt. Ach. Ja, ist eigentlich sehr geschickt, aber hier macht ihm wahrscheinlich seine Höhenangst zu schaffen. Bei mir ist es genau umgekehrt. Uah. Da ist ja ein Heilwegerich mitten zwischen den Gräsern da. Heilwegerich sprießt am Morgen und vergeht schon am selben Tag wieder. Kein Problem, da muss man einfach etwas früher aufstehen. Das denkt ihr jetzt wahrscheinlich, oder? Der Haken an der Sache ist, dass manche Monster für ihr Leben gern Heilwegerich fressen. Ich bin keine gute Kämpferin, ich wünschte Kälper wäre hier. Aber wenn er euch um Hilfe gebeten hat, kann ich hier wohl lange auf ihn warten. Richtig, wohl fühle ich mich nicht dabei, aber ich werde wohl alleine gegen sie antreten müssen, oder würdet ihr... Ja, natürlich machen wir das. Was, tatsächlich, ihr wollt ein Heilwegerich für mich pflücken? Aber nachdem ich das bis hierher geschafft habe, würde ich es schon gern selbst erledigen. Vielleicht kann ich an dem Monster vorbeischlüpfen und den Heilwegerich pflücken, ohne kämpfen zu müssen. Oh. Wenn Meister wie ihr mit mächtigen Klingen mich davon abhalten wollen, dann höre ich wohl besser auf euch. Dann gehe ich besser zurück, ich würde euch hier nur im Weg sein. Aber vergesst am Ende nicht den Heilwegerich. Vergeht am selben Tag wieder. Das ist ja so eine Sache. Wartet mal, sind hier Sammelpunkte ganz normal, oder? Besiege vormittags auf der grünen Hochebene von Gormod den Kallas Hopper, der den Heilwegerich will. Der böse Hopper, na gut. Wie auch immer, darum kümmern wir uns mal kurz. Alles klar. Naja, ist das früh genug? Ich weiß nicht. Vormittags heißt es hier. Aber ich glaube, das gilt noch in dem Spiel als Nacht. Ich glaube, 7 Uhr wäre ganz gut, oder? Ja, jetzt wird auf jeden Fall im Questmarker auch schön was angezeigt. Du da! Du isst ein bisschen zu viel. Du bist ein bisschen groß gewachsen. Und du bist gleich tot. Und weiter geht's mit Photon. Ja, die Raubs greifen auch noch mit an. Die wollen sich ja auch noch bedienen, ich sehe schon. Aber kein Thema. Bitteschön, wunderbar. Nächstes Photon, oh, das war ein bisschen zu schnell. Egal. Gut. Alles klar. Da haben wir es auch schon. Heilwegerich. Huch, da gibt es auch noch eine nette Kreatur. Ah ja, die sieht man manchmal nach unten fliegen. Hat mich, glaube ich, auch mal ganz am Anfang gekillt. Man könnte sich jetzt so ganz fies anschleichen. Verdammt! Es hat gehört, was ich vorhabe. Was soll das? Ich wollte gerade mich anschleichen und dann so richtig schön erstmal Backslash draufhauen. Aber nö, nichts dergleichen. Es ist intelligent, verdammt normal. Sowas aber auch. Böses, böses Teil. Aber gut, da wären wir wieder. Und ich würde sagen, dann geben wir auch diese Quest ab. Aber ich denke mal, die eine Gormod-Quest machen wir auch noch schnell, oder? Ich weiß nicht, mal gucken. Oh, ihr habt ihn gepflückt, danke. Achso, ich muss mit dir hier reden, richtig. Warum bist du nicht selbst gekommen? Ich bin doch deine Partnerin. Wenn du glaubst, ich bin in Gefahr, dann hol mich gefälligst selbst da raus. Ich kann nichts dafür. Du weißt doch, was für eine Angst ich vor Bergen, Klippen, rutschigen Boden und so habe. Du hättest ja ruhig auch mal erst fragen können, bevor du dich weiter voranwagst, als wir abgemacht hatten. Das wäre alles kein Problem, wenn du mir einfach nachgekommen wärst. Mit so einem Angsthasen wie dir hätte ich nicht auf Abenteuer gehen sollen. Das ist... Ach was. Ja eben, ist albern. Ihr ergänzt euch, oder? Naja, ich denke unter normalen Umständen schon. Andererseits, hier müssen sie schon ein bisschen aufpassen. Wenn der Typ Höhenangst hat, ist es vielleicht nicht die klügste Wahl. Dann sollte man vielleicht auch einfach noch jemanden engagieren, wenn man schon unbedingt das Zeugs da sammeln will. Das wäre vielleicht clever gewesen. Oh cool, da hinten ist ja noch so ein Teil, sehe ich gerade. Ihr ergänzt euch. Wir ergänzen uns? Ich bin vielleicht schlecht im Erkunden, aber im Kämpfen kannst du mir Vertrauen, Shelley. Genau, das hat er auch noch gesagt eben. Wenn du an irgendwelchen unbekannten Stellen vorstürmst, warte bitte auf mich. Wenn du mir etwas Zeit lässt, werde ich versuchen, an deiner Seite zu bleiben. Kälper, du hast recht, wir haben uns versprochen, gemeinsam tolle Orte zu entdecken. Gut, dann beschützt du mich vor Monstern. Ich passe im Gegenzug auf steilen Pfaden auf dich auf. Ihr habt uns wirklich sehr geholfen. Du
Tut mir leid, dass wir euch solche Umstände gemacht haben. Alles erledigt, würde ich sagen. Vielen Dank für den Heilwegericht. Der Arzt wird sich auch freuen. Ich werde in Zukunft besser aufpassen, um es nicht in Gefahr zu bringen. Hier, darf ich euch das als Zeichen unserer Dankbarkeit anbieten? Ich bedanke mich. Also dann, leb wohl. Wunderbar, eine weitere Questbelohnung und eine weitere abgeschlossene Quest auf der Liste. Das ist ja ein witziges Bild hier, wie gerade das Bärchen Ursula auffängt. Nett. Irgendwie ganz witzig, genau in dem Moment quasi den Stopp hier zu haben. Ist das eigentlich ein besonderer Gegner oder eher nicht? Lass mal kurz sehen. Nö, anscheinend nicht mal. Antika Nidos. Wir können bestimmt auch nette Sachen droppen, da wette ich doch was. Naja, egal. Gut, ich würde sagen, ja, das hier kann ich ja auch offscreen vorbereiten schon mal, dass wir die nur noch abgeben müssen. Die Umweltforschung, Quatsch, nee, bitte der Bürgerwehr so rum. Genau, dann haben die aber den verlorenen Sohnepon und das mache ich, glaube ich, kurz. Das war nämlich auf jeden Fall in Argentum und da das auch schon eine Quest ist, die eine ganze Weile ging, könnte ich mir vorstellen, dass wir die eventuell gleich abgeben können. Deswegen schauen wir einfach mal nach. Das war hier oben im Gasthaus. Wenn wir das erledigen, ist das, glaube ich, auch noch eine feine Sache. Das ist heute eine runde Sache. Schön viel erledigt. So lobe ich mir das doch. Also gut. Ja, muss er jetzt noch gleich? Ah ja, genau. Direkt hinter mir war es anscheinend, okay. Haben Freunde Zutaten fürs Essen bekommen? Danke, Pornfalala wird sofort kochen. Tada, Chili-Moschus-Bratlinge. Cool. Immer wenn Solala Fieber hatte oder ein Bett genässt hat oder Korb bekommen hat, jedes Mal hat Mama Porn dieses Happy gekocht, jedes Mal. Falala wird ganz nostalgisch, Nunu. Freunde kommen viel herum in Alres. Falala hat deshalb noch Bitte. Falala hat Werbezettel gemacht, um Kochkunst berühmt zu machen. Könnten Freunde Zettel in Handelszentrale, Torigot und von Samima ans schwarze Brett hängen? Verlass dich auf uns. Danke, Porn, schon mal viel Glück. Falala muss ganz viel Happy vorbereiten für plötzlichen Kundenansturm. Wirklich Werbezettel verteilen, das auch noch. Oh nein, ist ja furchtbar. Da wird man hier geplagt mit solchen Aufgaben. Absolut schockierend. Wo mir gerade kommt, habe ich mir die Säfte eigentlich mal genauer angeguckt. Muss ich mal machen, was die so bewirken, interessiert mich mal. Oh, das ist ja witzig hier. Das hängt hier jetzt wirklich so, das ist ja cool. Bisschen verschönert quasi. Sieht ja ganz nett aus. Schönes Design auf jeden Fall. Viel Mühe reingeflossen. Das sticht so richtig gerade raus. Aber sowas mag ich, wenn das dann später auch noch rumhängt. Das wäre eigentlich sehr, sehr lustig. So hat man auch das Gefühl, man bewirkt wirklich etwas hier in der Spielerwelt. Das ist ganz nett. Auch wenn es nur Details sind. Das haben wir dahin gesetzt. Das ist einfach nur schön. So, auf nach von Samima würde ich sagen, als nächstes vielleicht. Oder wartet mal, wo ist denn die Quest markiert gerade? Ziele kann ich ja durchschalten. Eben von Samima als nächstes würde ich sagen. Uraya von Samima. Die Frage ist jetzt, wo genau das wäre. Ich weiß gar nicht, wo ist das schwarze Brett in von Samima? War ich überhaupt schon mal an einem schwarzen Brett in von Samima? Bei den anderen weiß ich es auswendig, wo die sind. Hm, egal. Gleich bin ich in einem Moment schlauer. Okay. Und hier gibt es auch noch ein paar Quests, sehe ich gerade, ist auch interessant. Aber, hier ist das schwarze Brett, ja. Hier gab es, glaube ich, einfach noch keine Mission bisher für mich. Auch einfach mal so voll überklebt. Total gemein. Aber hey, die haben auch einfach mal zweimal dasselbe Plakat jeweils hingehangen, also von daher. Ja, selber schuld, ne? So, auf nach Gormod, nach Torigod. Da ist es ja relativ klar, wo sich das schwarze Brett befindet. Gleich zu Beginn. Man erinnert sich ja noch an die Szene mit Nia zurück. An das schöne Foto dort, beziehungsweise die schöne Zeichnung. In Anführungsstrichen schön. Also gut. Ein schwarzes Brett, das noch nicht geladen hat, WTF. Das wäre jetzt witzig, wenn ich den Zettel vorher hingehangen hätte. Dann wäre so ein schwebendes Plakat einfach hier gehangen. Für einen kurzen Moment vielleicht. Egal, es geht zurück nach Argentum, zur Goldmund.
zum Gasthaus. Und schließlich geben wir auch diese Quest nochmal ab. Wenn das schon das Ende war, ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Let's rest a spell. So, hier bitteschön. Werbezettel haben wahre Wunder gewirkt. Massen strömen her, um Lieder und Speisen zu genießen. Falala hat Unmengen gekocht, ist dadurch jetzt Superköchin. Bald wird Solala sicher von Falalas Berühmtheit hören. Solala und Valala, meine Güte. Aber nur hören ist nicht genug. Sohnepon soll zurückkommen. Falala will wissen, ob ihm gut geht. Danke, Porn. Vielleicht haben Freunde auf Reisen von Solala gehört. Verstehe. Bitte noch mehr Leute nach Solala ausfragen. Falala wird auch noch Porn-Informanten um Hilfe bitten. Ach, das auch noch. Ach, so eine Söldnermission. Und gut, dann wisst ihr was? Dann lassen wir es doch mal gut sein. Dann werde ich erstmal diesen Honig einsammeln für die eine Quest in Gormod. Dann werden wir dort reinstarten. In der Zwischenzeit ist auch die Söldnermission erledigt. Und dann können wir das natürlich abgeben. Vielleicht können wir dann gleich zwei Missionen direkt zu Beginn schon abgeben. Und dann ist das wieder ein guter Plan. Und ich würde sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Part von Xenoblade Chronicles 2.